Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von den Nomads. Heute unterwegs im britischen TD, dem FV-215B-183, auch Kinderwerfer genannt. So, und hier dieses Video, was will ich euch da zeigen? Es braucht einen Plan, gerade wenn ihr mit so einem Panzer also unterwegs seid. Ihr könnt nicht irgendwo reinjodeln. So, das hilft dem Team nicht, das hilft euch nicht. Und am Ende gibt es negative Bewertungen und Beschimpfungen oder sonst irgendwas. Ja. Es nützt niemanden mit, auch mit den Autoloadern oder so wird das auch gerne gemacht, einfach irgendwo reinjodeln, drei Schuss rausballern und tot. Das ist überhaupt gar keine Hilfe. Ja. So, ich bleibe hinten. Ich möchte natürlich nicht gespottet werden von solchen Monstern, die durchknallen mir drei Dinger und dann bin ich spätestens weg. Ja, hab zu spät geschossen, war mein Fehler. Gehe auf, das ist natürlich seit dem Update so, verpiesel mich so schnell wie es geht erstmal hinter die Hausecke. So, man achte jetzt auf der linken Seite, was da gleich passiert. Da knallen die Schüsse nur so rein, die sind gespottet. Da wäre der Rückwärtsgang natürlich angesagt. Aber die linke Seite kennt nur Vorwärtsgänge. Hm. Ja, ich versuche da irgendwas zu machen, was nicht geht. Muss weiter zurück. Ich weiß ja, dass ich aufgehe. Und der E100 kriegt da Schüsse über Schüsse mit HE schon ab. Dann statt mal rückwärts zu fahren, bleibt er da stehen. So, der kann überhaupt nicht vernünftig schießen. Da jedes Mal, wenn er vorkommt, wird er von drei oder Panzern abgeaimt. Ne? Und ja, ich kann ihm auch gar nicht richtig helfen. Jetzt gehen wir blind so ein Ding dahin. Wir werden später sehen, der hat Schaden gemacht, der Schuss. Da wusste ich das aber noch nicht. Ja, ich bin jetzt aufgegangen. Möchte jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen... Noch einen Schuss gekriegt. Jetzt muss es mal langsam kommen. Ich fahre noch weiter zurück in die Kartenecke. Und na, manchmal ist es halt so verflixt. Man ist immer diese Millisekunde zu spät. Das war natürlich nichts. Ich hätte eigentlich gar keine schießen müssen. Wir sind jetzt drei Panzer, haben wir verloren. Einen Panzer hinten. Jetzt dieser Schuss, der muss sitzen da unten. Und er tut es auch endlich. Oh. 4-3. Ein Panzer vorne. Das Platz hat sich ein bisschen gewendet. Es ist wieder okay. So. Ich bin noch einigermaßen beisammen. Ich habe mich noch nicht so hart getroffen. So, und der Junge hier. Ja, was soll ich machen? Eine AP geht da ganz, ganz schwer durch. Der hat auf AP nicht so viel Durchschlag. Also mache ich einen sicheren. Da sieht man das mit der AP, ist fast alles rot. Der bewegt sich, bis die Kugel da ist. Das dauert alles. So, wir sind 2-2. Und da ist eine Ultra One. War eine Ultra One hier. Und ich denke mir, oh nein. Aber zum Glück, die Grille noch gespottet, fährt einfach blind rein. Ich gehe auf, ich weiß, ich muss Entdeckung. Und es klappt einigermaßen. So. Jetzt weiß ich, wenn er ausgeht, gehe ich auch aus und bin unspottet. Und dann kann ich was machen. So, ich drehe mal einen Panzer, fahre jetzt rechts rum und ich will in diesen Schrott, der da alles steht, den wir da zusammen geschossen haben, und da drin mich so ein bisschen verstecken. Hoffe, dass ich dann da Deckung habe und kann die mindestens einen reinsammeln. Wenn das nicht klappen sollte, muss ich noch die Zeit für einen zweiten Schuss haben. Adrenalin ist rechts noch frei, ne? Und das ist jetzt der Plan. So, und ich hoffe, er denkt, ich stehe da hinten irgendwo und warte auf ihn. Und ich jage ihn aber in Wirklichkeit. So, das ist der Plan. Und dieser Plan geht auch auf. Den haben wir fertig gemacht. Ja, und dann ist das der Unterschied zwischen negativen Bewertungen, wenn der Schuss nicht gesessen hätte, und positiven Bewertungen. Knapp 3,5 Damage gemacht. Und hier nochmal die Teamscore. Der Waffenträger war auch richtig gut dabei. Und ja, so kann das dann laufen.
Und ihr seht hier schon, wir haben so zwei, drei Panzer, die sind auch super gelaufen. Und das ist eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Nicht immer volles Rohr reinjodeln, nur weil da geht ein gegnerischer Panzer auf und oh ja, jetzt fahre ich da sofort hin und schieße drauf. Ja, und die anderen sechs Kanonen im Gegnerteam, die interessieren mich überhaupt nicht, dass die da auch irgendwo sind oder was. Also das geht eben einfach nicht. Und deswegen fahrt einfach ein bisschen vorsichtiger. Das ist auf jeden Fall dienlicher für euer Team. Und versucht vorzufahren, Schuss zu machen, Deckung zu nutzen, Zeitscrapen und so weiter. Und ich meine, die Skills habt ihr doch alle und wisst, wie es geht. Warum wird es dann nicht benutzt im Gefecht, wenn es zur Sache geht? Verstehe ich manchmal nicht. Okay, also in diesem Sinne, ciao.